Liebe Leutchen, es ist klasse, wie wir hier mit Derbys förmlich überschüttet werden. Am 5. Spieltag, das zweite Derby schon nach dem ersten Spieltag, das war ja damals gegen den Halleschen FC. Heute ist es Rot-Weiß Erfurt und wir haben hier schon sehr früh in der zweiten Minute die erste dicke Chance, Bastian Schulz, für Carsten Kammlott, der heute ja, von Beginn an spielen darf, neben Denis Tomala. Er hat ein neues Bild bekommen vom lieben Grauersauter Seemattes, also besser hätte ich das nicht machen können, dass es hier sofort präsentiert wird nach zwei Minuten. Sehr schön. Miu Tunic, heute unbedingt drauf achten, weil der kann Fußball spielen, der kann Tore machen, ist ganz oben dabei in der Torjägerliste. Und wir können uns gerade mal Rot-Weiß Erfurt angucken. Jean-François Kornetzky, ein Franzose im Tor, auch schon sehr erfahrener Mann. Und die haben dann wirklich auch die Talente wirklich in ihren Reihen. Wenn man mal guckt, Kevin Möwald zum Beispiel, der mir da einfällt. Jetzt haben wir Okan Derici, der sich die gelbe Karte abholt wegen Trikotzupfens. Mal gucken, gegen wen? Weiß ich gar nicht, gegen Bastian Schulz, glaube ich. Langer Ball auf dem Flügel, Mario Fillinger, ehemals HSV, bekommt den Ball in der Eckfahne unter Kontrolle, zieht ihn in den Strafraum, lässt Frank aussteigen, ich habe Angst, will schießen. Klasse, Fabio Colciorti mit der Note 1. Und auch er hat ein neues Foto, das wir hier sehen, was der liebe Grauersold für mich gemacht hat. Und es ist immer wieder Wahnsinn, was für Qualitätsunterschiede das auch sind zwischen seinen Fotos und den Standard-EA-Bildern. Also mal wieder an der Stelle lieben Dank und ich hoffe mal, wir sehen hier noch ein paar mehr, denn auch Denis Tomala hat ein neues Foto bekommen. Jetzt hat erstmal Thiago Rockenbach da Silva die gelbe Karte. Ja, das geht so nicht. Also momentan sind wir hier ein bisschen von der Rolle. Eckball von Nils Pfingsten-Reddich, der hat auch mal einen Siegen gespielt. Marco Engelhardt. Oh, Marco Engelhardt mit dem 1-0. Das ist eigentlich jetzt seit ein paar Minuten nicht verwunderlich. Fabian Franke mit einer 6,0. Ist natürlich ein geiles Tor, muss man sagen. Fällt natürlich nach einer Ecke und seit 263 Minuten wieder mal ein Gegentor. Jens Möckel jetzt auch mit der gelben. Also, die steigen da schon ordentlich ein. Wir haben ja da schlechte Erfahrungen gemacht beim Spiel gegen Duisburg. Zwei verletzte Spieler. Denis Tomala kann jetzt hier flanken. Kammlott wird gestört von Okan Derici, der schon gelb hat, der aufpassen muss. Knapp 10 Minuten haben wir noch bis zur Pause. Schöner Pass von Denis Tomala in den Lauf von Kammlott, also die beiden Stürmer. Der Leipziger fackelt nicht lange. Mal gucken, was hier passiert. Ach, gewaltiger Schuss aus Spitzenwinkel in Richtung Tor, geht nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Weiter so. Komm, wir haben noch eine Möglichkeit. Vielleicht vor der Halbzeit jetzt noch, aber erstmal ist wieder Erfurt am Ball. Miu Tunic aus 25 Metern. Ach, was macht Colciorti denn hier? Wir hören überhaupt nichts, ne? Miu Tunic, 5,0. Also Colciorti vom Helden zum Depp. Ach du dickes Ei, was ist das denn hier? Also dass das Spiel hier so aus den Händen gleitet, das wundert mich jetzt. André Lugo holt einen Eckball raus, kommt jetzt rein von Thiago Rockenbach da Silva. Tomala fault Möckel, wird natürlich dann abgepfiffen. Ach Mensch, was eine Halbzeit. Wir haben Franke mit einer 5,5, wir haben also unseren Keeper mit einer 5. Der da natürlich einen Riesenfehler macht. Flatterball und Colciorti zwischen den Händen. Geht das Ding hier ins Netz. Nochmal voller Angriff. Es sind 3 Minuten Nachspielzeit. So viel habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen hier in einer ersten Halbzeit. Wir haben nochmal eine Möglichkeit. Es wäre natürlich jetzt so wichtig, hier den Anschluss zu machen. Tomala und Kammlott kreuzen die Laufwege. Dann wieder Tomala. Kommt an den Ball. Und wieder ist der Ball nicht im Tor. Super Situation, super rausgespielt von uns. Jetzt kommt sogar nochmal Erfurt. Gute Kontermöglichkeit. Ja klar, ich habe jetzt gesagt, alles nach vorne. Kevin Möwald, schlechtes Abspiel. Ich glaube, das war's dann jetzt auch. Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Nochmal Erfurt. Also wenn das jetzt hier mit dem 0:3 in die Pause geht, ich glaube, dann beiße ich hier in die Tischplatte. Nee, Colciorti kann den Ball halten. Miu Tunic. Also was für ein Geheimnis der Mann hat. Der hat eine 61. Der steht so gut in der Torjägerliste und heute auch wieder ganz, ganz großartige Szenen vorne. Ach du dickes Ei, wo fängst du jetzt am besten an? Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Normalerweise nicht zu viel verlangt. Aber ganz schlechtes Spiel. Das war nicht der Matchplan. Los, zeigt es ihm. Gewinnen glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Ja, sagen wir mir das mal. Ach Gott, ja, Franke. Franke, Franke. So kann man nicht spielen. Villas heute auch wieder deutlich besser als er. Also ich glaube, ich hätte dann gut dran getan,
wenn ich da Tim Sebastian aufgestellt hätte. Bastian Schulz hat auch ein neues Foto bekommen. Aber das Ganze wird jetzt hier getrübt. Humala heute sehr gut. Kamlot, es ist okay, ne? Es ist okay. Lang nicht gespielt. Überhaupt noch nicht von Beginn an. Übrigens, das ist das Haarmonster. So nenne ich es immer. Wer sich an das Bild noch erinnern kann, was er vorher hatte. Man kann es, glaube ich, nur so ein bisschen am Gesicht, hier an einem kleinen Teil des Gesichtes sehen, dass das der gleiche Mensch war. Also wenn ihr die Albenfolge noch habt, guckt mal rein und schaut jetzt mal drauf. Ist schon beachtlich, wie sich Leute innerhalb von, ich glaube, 2 Jahre Unterschied, was das Foto anbelangt, verändern können. Das ist schon der Hammer. Einfach nur Haare geschnitten, ein bisschen Bart dazu. Fertig ist die neue Figur. So, was machen wir in der Aufstellung? Ich glaube, nicht viel. Es lohnt sich nämlich auch nicht, weil wir haben nicht die großen Wechselmöglichkeiten. Ich habe hier noch Fran sitzen, aber guck mal auf die Form. Da sind die beiden Stürmer, die jetzt gerade da stehen, und deutlich besser. Ich glaube, wir können den Einsatz ein bisschen erhöhen. Wir stehen jetzt auch vom Pressing höher und auch von der Abwehrreihe, würde ich sagen. Wir müssen jetzt nicht mehr vorsichtig spielen. Das ist nicht so gut, hat sich nicht so gut eingespielt, dieses über die Flügel, ne? Was wir ja vom Scouting-Bericht entnommen hatten, sozusagen. So, jetzt Konzentration. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich muss vor allen Dingen jetzt die Schnauze halten, sonst bin ich hier gleich Tribünengast. Eine kleine Möglichkeit über Luge und Schulz. Flanke nach innen. Es gibt immerhin Eckball. Wir haben natürlich heute leider nicht Yusuf Paulsen am Platz. Die Ecke bringt doch gar nichts ein. Weil das ist ein Spieler, der ist groß und der ist für Kopfbälle eigentlich perfekt geeignet. So, wieder eine kleine Möglichkeit. Ball kommt zu Kamlot von Da Silva. Steht im Abseits. Steht im Abseits. Ich glaube, ich werde das mal auflösen jetzt hier über die Flügel. Ich mache es mal ohne Vorgabe, also dass die auch über die Mitte spielen. Wieder Eckball von Pfingstenreddich. Okan Derici bekommt den Ball, zieht sofort ab, nachdem er Schulz hat aussteigen lassen. Und jetzt liegen wir tatsächlich 0-3 hinten hier. Ich kann das hier nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Und es ist wieder nach einer Ecke. 3-0. 0-3. Ich würde am liebsten jetzt hier rumkeifen, aber ich kann es nicht. Ich muss aufpassen. Wieder die nächste Chance. Was ist denn bitte hier los? Miotonic. 61er Stärke. Ich meine, unsere sind auch nicht stärker, aber von unseren kommt ja auch nichts. Es sind immer nur kleine Chancen, die wir hier haben. Leute, das geht so nicht, ey. So, jetzt läuft euch mal warm. Habe ich sowieso schon wieder vergessen in der kompletten Hektik hier. Wieder Erfurt. Das kann doch nicht angehen. Es kommt ja gar nichts heute. Wir sind komplett überfordert. Wenn ich den Frank hinten sehe mit seiner 5, der darf jetzt hier schon seit über einer Stunde hier rumstümpern. Unglaublich. Ich glaube, wir bringen jetzt mal Jod hinten für Jung. Die sind natürlich auch alle müde. Vor allem hinten. Ich weiß nicht, wie sieht es bei Erfurt aus? Ja. Das macht mit Sicherheit was aus. Ich nehme jetzt Frank auch hier runter. Das ist doch nicht normal. Wieder 5. Das ist echt unfassbar. Möwald hat sich verletzt, Bauchmuskelzerrung, da ist er natürlich schnell wieder da. Das ist natürlich jetzt ein richtiger Rückschlag, den wir hier haben. Und wir wissen ja, das nächste Spiel ist gegen Union Berlin im Pokal. Und heute so eine Leistung. Also Generalprobe, die ist absolut komplett im Sand. Also die ist schon 10 Meter verbuddelt. Laurito jetzt mit der gelben Karte. Dominik Kaiser, nee, was haben wir denn hinten? Villas ist jetzt auch relativ müde. Fandrich jetzt mal rein für Brockenbach, da Silber mit der gelben. Kleiner Heißmann kommt für Möwald. Tja, normalerweise müsste ich mir den Namen einen abbrechen, aber ich habe den natürlich öfters schon mal ausgesprochen, als wir damals mit Darmstadt gespielt haben. Deswegen war der mir bekannt, deswegen ging das so einfach. Ach du dickes Ei, ich glaube es noch nicht. Wir haben in der Saison eigentlich perfekt gespielt bislang. Und haben uns nicht unbedingt wie ein Aufsteiger präsentiert. Deutlich besser. Aber heute, das ist, glaube ich, Lehrgeld. So, Handspiel von Engelhardt im Zweikampf mit Dennis Tomalla im Strafraum gibt 11 Meter. 73. Minute, wenn das Ding jetzt reingehen sollte, sind es noch 2 Tore. Vielleicht geht da nochmal was. 11 Meter in Leipzig, Timo Röttger läuft an. Der ist drin, ja. Der ist im Tor. Unser Kampfdackel, also 11 Meter schießen kann er. Endlich läuft nochmal hier die Tormusik. Zwar nicht lang, aber immerhin. So, vielleicht jetzt doch nochmal was. Wir können die jetzt alle noch nach vorne kloppen. Abwehrreihe. Machen wir jetzt auch. Pressing wird jetzt nochmal erhöht hier. Also ich meine, was Everton, was Hamburg, was Nürnberg kann, das können die schon lange. Einsatz nochmal. Mal schauen, was hier rauskommt.
Eckball von Luke. Leider nix. 77. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Und ich glaube, Erfurt ist auch eigentlich routiniert genug, um das runterzuspielen. Also mehr als kleine Chancen haben wir hier nicht mehr. Wir haben 11 kleine Möglichkeiten gehabt. So, was haben wir denn? Luftkampf nach Freistoß zwischen Villas und Okan Dierici. Vermeintlicher Ellbogencheck. Freistoß für Erfurt. Aber wir kommen wieder nach vorne. Bastian Schulz auf Kamlot und versenkt den Ball. Carsten Kamlot. Das Ding ist noch nicht über die Bühne hier. Tolles Spiel für die Zuschauer, absolut. Nächste gelbe Karte, während die Tormusik noch läuft, Marius Stangl nach Textiltest, der bestanden wurde bei Denis Tomala mit der gelben Karte. Jetzt kommt Erfurt, die können natürlich jetzt kontern, das ist ganz logisch. Villas verhindert hier Fehlinger am Flanken, hätte gefährlich werden können. So, nochmal, voller Angriff, ist mir jetzt wurscht. Ich muss aufpassen, aber wir kreischen die Jungs jetzt einfach mal nach vorne. Flanke von Luge, Tomala versucht es mit dem Volley-Schuss, gar nicht schlecht. Aber gut, einen Meter übers Tor. Kornetzki hebt die Hand, 87. Minute. Übersteht Erfurt hier die Schlussphase oder können sie sogar noch einen nachsetzen? Die nächste Möglichkeit kommt wieder vom RB Leipzig und das ist eine Riesenchance, 100%ige in der 88. Luge dribbelt, Stangl aus, zieht an ihm vorbei. Passt dann scharf in den 5-Meter-Raum. Denis Tomala steht da ungünstig für den Torschuss. Lässt den Ball durch die Beine laufen. Hinten lauert Schulz und jetzt pass auf. Der Ball ist, glaube ich, im Tor. Bastian Schulz. Bastian fucking Schulz. Als ob das neue Bild hier Glück gebracht hätte. 3:3. Wer hätte denn da noch bitte dran geglaubt? Ich lasse die jetzt vorne stehen. Vielleicht geht hier noch was. Simon Brandstetter für Mijo Tunic. Also die Gefahr ist schon mal vorbei. Brandstetter, der ehemalige Karlsruher. Wir wirken müde. Wir wirken müde und deswegen muss ich das jetzt doch hier nochmal verhindern, dass wir weiter stürmen. Schlusspfiff. Was für ein Spiel. Also das habe ich nicht gehabt. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir so ein Spiel mal hatten. 0:3 hinten, komplett tot. Dann kommt dieser, man muss wirklich sagen, unglückliche Elfmeter für uns. Also für Erfurt ist der unglücklich, weil Engelhardt da Hand spielt im Zweikampf. Das kann immer mal passieren, wenn der Ball da unglücklich abspringt. Und das war quasi die Initialzündung. Danach haben die Jungs Fußball gespielt. Man hat es gesehen. Und auch von den Statistiken ist das Ding natürlich absolut verdient, wenn man mal drauf guckt. Tut mir leid ein bisschen für Erfurt, aber das war zu wenig in der zweiten Halbzeit letztendlich. 70% Ballbesitz für uns, insgesamt 61%, 39% für Erfurt. Also für eine Auswärtsmannschaft haben die auch relativ viele Chancen gehabt. Es waren natürlich nur viele kleine, aber sie haben die Tore gemacht. Die haben 3:0 geführt. Zieht euch das mal rein. Was für ein Spiel. Ich muss mich erstmal gerade hinsetzen, obwohl ich sitze. Vielleicht mal ein Bierchen holen, keine Ahnung. Wir hören uns auf jeden Fall sofort wieder. Leute, 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 was hat das Spiel auch gedauert? Ich glaube 13 Minuten habe ich auf der Stoppuhr stehen. Aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht. 6 Tore gesehen im Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Und was ich jetzt hier sehe, das ist eigentlich eine Frechheit. Teamansprachen sind angeblich fehlgeschlagen. Also wenn das nicht ordentlich Fußballspielen war, da weiß ich nicht mehr. Gut, wir müssen das eingrenzen auf die letzten paar Minuten. Aber diese Moral zu haben, und vor allen Dingen, es ist ja nicht so gewesen, dass wir das 0:2 kassiert haben, ne? Relativ spät und dann tot waren. Wir haben 3:0 hinten gelegen, 2:0 war schon zur Halbzeit. Und das dann noch so zu drehen. Das war Wahnsinn. Vor allen Dingen, wir müssen ja auch nicht vergessen, dass bei uns 2 Männer fehlen, ne? Also vorne haben wir den Fran nicht dabei gehabt, den Captain, der eigentlich die Mannschaft führt. Und natürlich den guten Papa Dimitriou. Unseren heimlichen Star auf der linken Seite. Aber der André Luger hat es super gemacht heute. Note 2,5. Mit einer Vorlage dabei gewesen. Bastian Schulz, unser Sechser, macht ein Tor selbst und bereitet eins vor. Tor von Timo Röttger, das war der Elfmeter und dann vorne Kamlot noch mit einer Note 2,0, der ist auch der beste Spieler heute gewesen für uns. Coltorti hat sich nach diesem katastrophalen Fehler des 0:2, der Flatterball, der ihm durch die Hände fällt, hat er sich noch auf eine 3,5 nach unten gezogen, also hat sich da berappelt. Ich meine, der ist auch ein erfahrener Spieler, klar kann da immer mal ein Fehler passieren, aber das passiert dem auch nur einmal, das kann ich euch sagen. Also der hat sich wahrscheinlich da hinten permanent, als wir gestürmt haben, in den Arsch selbst gebissen. So, wir gucken nochmal auf die Statistiken. Wir haben eben eigentlich alles Wichtige schon gesagt und gesehen. Zuschauer, wieder über 20.000 im Stadion, 600 von Erfurt knapp mitgekommen. Also nicht wirklich die große Derby-Stimmung von Seiten Erfurts. Ich meine, weit ist es ja nicht bis zu uns.
Aber es ist ja auch so, dass viele Vereine einfach den RB Leipzig nicht akzeptieren. Und teilweise auch ein Zusammenschluss da war, so wie mir gesagt wurde, gegen den RB Leipzig. Einfach aufgrund der finanziellen Überlegenheit natürlich, die der Verein nicht selber sich erarbeitet hat, sondern das extern herbeikommt. Klar, kann ich verstehen. Logischerweise. So, die Restergebnisse. Wir fallen einen Platz runter, aber ich glaube, ich war noch nie so glücklich über ein Unentschieden. Wirklich. Von der 4 runter auf die 5. Nach wie vor natürlich bester Aufsteiger. Kiel verliert aber erneut nicht. Das zweite Spiel in Folge und auch Elversberg mit dem ersten Saisonsieg heute. Kiel 1:1 in Münster. Wirklich Hochachtung. Und ich suche sie gerade, die Elversberger gewinnen 2:1 beim Hallischer FC. Oder beim Halleschen FC, Entschuldigung. Ich glaube, das werde ich in der ganzen Zeit nicht hinbekommen. Wieder mal ein Ausrufezeichen von Hansa Rostock. Die sind auch noch ungeschlagen. Also mit Saarbrücken, uns, Münster und dem SVW in Wiesbaden zusammen. Noch unbesiegt, gewinnen 5:0 zu Hause gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und die waren vorher Siebter, also das ist auch kein Obst. Die haben davor auch zweimal gewonnen. Die Stuttgarter Kickers im Derby gegen den VfB Stuttgart 2 absolut untergegangen mit 0:3. Da unten steht das auch nochmal, das Derby. Das ist natürlich bitter, ne? Vor allen Dingen, das ist der Tabellenführer gewesen vor dem Spiel. Also da sind welche ganz gewaltig auf den Boden der Tatsachen zurückgeklatscht. Das hat man bis hierhin scheppern hören. Regensburg fällt weiter nach unten. Also da ist wirklich die Anfangseuphorie des direkten Wiederaufstiegs erstmal verflogen mit 8 Punkten. Aber das ist immer noch wahnsinnig eng. Es kann keiner so richtig davon abhauen. Wir haben 9 Punkte, haben jetzt zweimal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt in der neuen Liga. 7 Tore geschossen, 4 kassiert, davon alleine 3 heute. Also das war keine tolle Abwehrleistung. Burghausen und Halle haben bis jetzt alles verloren. Die haben noch 0 Punkte da unten. Heidenheim auf der 18, also da läuft es gar nicht. Ich hatte die ja ausgerufen zum, oder sagen wir mal, zu einem der Aufstiegsfavoriten. Ich glaube, so langsam muss ich das revidieren. Das geht, glaube ich, eher in Richtung unten. Duisburg kommt auch nicht so richtig vom Fleck, verlieren heute. Zu Hause gegen Chemnitz. Also es sind im Moment nur Überraschungsmannschaften da oben, würde ich sagen, bis auf Rostock. Da kann man es erwarten. Aber, ja gut, Münster noch auf der 6. Aber ansonsten, ja, die Großen sind alle unten, ne? Osnabrück, Duisburg, Heidenheim, Regensburg. Nehme ich mittlerweile auch schon als unten, ne? Weil Platz 8 vor 2 Spielen noch Tabellenführer, das kann man dann schon mal so sehen. So, zweite Liga hat auch angefangen. Wollen wir mal gucken. Also, das Knallerspiel des Tages fand auch im Osten statt. Bei den Dresdnern, 6:2 gegen die Kölner. Wohl, wenn man jetzt mal die reale zweite Liga sich vor Augen führt, wohl die Mannschaft, die Top-Mannschaft, der Top-Aufstiegskandidat. Der KSC kann gewinnen als Aufsteiger und auch Arminia Bielefeld. Und das gleich mal 3:0 bei den Fürtern. Da werden sich die Nürnberg-Fans freuen. Was haben wir noch? 1860 bei St. Pauli 3:0 gewonnen. Das ist auch aller Ehren wert. Klasse. Was hat hier sonst noch so gespielt? Barclays Premier League. Die haben auch angefangen. Wo sind wir denn? Chelsea 4:0. Wo ist Everton? 2:1 gegen Norwich verloren. Manchester United 3:0. Der amtierende Meister. West Ham 4:0 gegen Cardiff City. Cardiff City ist ein Aufsteiger. Und Crystal Palace auch. Die haben auch gewonnen. 2:1 gegen Tottenham. Also bei Tottenham geht es genauso weiter, wie es zuletzt aufgehört hat beim alten Let's Play in Saison 7. Nämlich katastrophal. So, wir gucken mal rein in die Stimmen. Was hat er denn zu sagen? Unsere Einstellung war gut. Wir würden gerne jede Woche gegen den FC Rot-Weiß Erfurt spielen. Es war wichtig, dass wir gut umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben gezeigt, was unsere Mannschaft kann. Wenn jeder das macht, was er soll, und hätten das Spiel auch gewinnen können, denn wir hatten die besseren Chancen. Ich glaube, dann hätte ich für euch alle einen ausgeben müssen, wenn wir das Spiel noch gewonnen hätten. Da irgendwo 87., 88., 89. dann noch das 4:3 geschossen hätten. Also dann wäre ich hier wirklich vom Glauben abgefallen, nach 0:3. Selbst ist das 3:3 schon fast wie ein Sieg, ich sag's ja, ich war noch nie so glücklich über ein Unentschieden. Spieltagsstatistik. Wen haben wir denn? Haben wir hier überhaupt irgendeinen von uns? Zweimal Erfurt, Villinger und Möckel. Viermal Rostock. Nö, ist kein Platz mehr für uns. Ist schon alles belegt von Rostockern, Erfurtern und Stuttgartern. Nur zwei Spieler, was mich gucken? Nur zwei Spieler, die extern dabei sind. Nämlich hier der Raphael Korte von Saarbrücken und Pisot von Osnabrück. Gottes Willen, Safran. Bei Aue, glaube ich, gewesen.
vom Trikot her, mit 3 Toren, auch Spieler des Tages geworden. Teamleistung, wie sieht sie uns denn? 3,55. Ich glaube, man müsste hier unterschiedlich vergeben. Für die Minuten 0 oder 1 bis 70 würde ich mal sagen 5 und von 70 bis 90 1,5. Ich glaube, das wäre fair. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwo bei dem Durchschnitt auch raus. Saisonmäßig auf Platz 11. Unterschreibe ich alles. Also alles, was nicht hier irgendwo unten angesiedelt ist, ist absolut perfekt. Und die Saison wird es halt zeigen, sind wir reif hier schon für den Aufstieg oder nicht. Also das Spiel heute, der Beginn zumindest, hat gezeigt, dass wir es nicht sind. Weil wenn was schief geht, dann geht's richtig schief. Da liegst du dann sofort 3-0 hinten. Dann macht der Torwart Fehler und die Abwehr macht Kaffeefahrt sozusagen. Aber mit Fußball hat er das nichts zu tun, die ersten 70 Minuten. Da haben wir Papa Dimitriou, der muss unbedingt jetzt schnell wiederkommen. Ich habe einen Tipp bekommen von einem Abonnenten, das werde ich gleich euch nochmal genau zeigen, wie ich das eigentlich machen könnte für die Zeit, wo er jetzt fehlt. Tja, Platz 10 bei dem Fairplay. Wo ist Duisburg eigentlich? Ha, ganz unten. Rhetorische Frage. Oh, hier einiges los, hier bei Rostock, Unterhaching. Unterhaching mit 6 Spielern, die hier weg sind. Rostock immerhin auch noch 5. Erfurt 3. Also wenn es hier eine Mannschaft richtig trifft, dann ordentlich. Also Burghausen auch mit 4 Spielern. Das ist echt schon heftig. So, trotz Feldüberlegenheit kein Sieg. Woran lag es? Ich will lieber die positiven Dinge herausstellen. Wir waren klar die bessere Mannschaft und haben uns viele Chancen erarbeitet. Wenn wir die reinmachen, gehen wir Sieger vom Platz. Selbstvertrauen plus 1. Ja, ich würde mal sagen, Aufgabe erfüllt. Mannschaft, Vertrauen gestärkt. Klar, es ist eine junge Mannschaft. Die kannst du nur so aufbauen. Und mit solchen Schützenfesten hinten wie auch vorne wächst die. Das werden wir auch erleben. Also jetzt haben wir uns zumindest wieder mal den Kopf aus der Schlinge gezogen hier vor dem Spiel gegen Union Berlin.